Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wird die Zeitgeschichte instrumentalisiert? Das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich mit Michael Vogt unterhalten. Historiker, eigentlich müsste ich Professor Doktor sagen, aber das ist, glaube ich, jetzt für einige vielleicht wichtig, für andere für uns nicht. Beide nicht. Okay, aber zumindest ist das deine Profession letztlich und du hast viele wichtige Dokumentationen gemacht in dem Bereich, die natürlich immer so ein bisschen an der Political Correctness vorbeischrammen sozusagen. Also machst dich nicht überall beliebt als Historiker. Könntest du jetzt eigentlich als Professor noch irgendwo an irgendeiner Hochschule lehren und würde das so gehen mit dem, was du machst? Oder wärst du dann schon weg vom Fenster? Also die Hochschule wäre weg vom Fenster. Das Problem ist nicht, dass ich das nicht gerne machte. Zumindest in der Bundesrepublik, muss man ganz ehrlich und ganz klar sagen, ist das mehr als unwahrscheinlich, dass so etwas zustande käme, solange die BRD so strukturiert ist, wie das jetzt der Fall ist. Im Ausland sieht das ein bisschen anders aus, aber hierzulande würde das sicherlich nicht gehen. Nicht, weil das ein fachliches Problem ist, sondern dadurch, dass die Zeitgeschichte, das ist ja genau das, was du angesprochen hast, eben eine der zentralen Tretminen ist. Und wer sich da politisch korrekt eben nicht verhält oder gegen das, was Golo Mann einmal die volkspädagogisch unerwünschten Wahrheiten gesagt hat, anspricht, der hat einfach dann ein Problem. Das Zitat von Golo Mann, was ja, ich schätze mal 4 Jahrzehnte alt ist oder vielleicht sogar noch länger, ist ein Beleg dafür, wie lange das bei uns schon eine Rolle hat, dass also und eine Bedeutung hat, dass man sich mit insbesondere der Zeitgeschichte, und das ist, ich sage jetzt mal ganz grob, die Zeit von 1914 bis 1945, Schwerpunkt dann natürlich 33 bis 45, sich damit auseinandersetzt, eben höllisch aufpassen muss, dass er nicht in irgendwelche Fettnäpfchen landet. Und daraus wird dann umgekehrt auch ein Instrumentalisieren dieser Zeitgeschichte im globalen Maßstab. Das muss man vielleicht vorwegschicken. Man könnte sagen, naja, jetzt fangen die schon wieder an mit irgendeiner Kiste aus dem Zweiten Weltkrieg oder so etwas. Aber ich kann mich als amerikanische Außenministerin hinstellen und sagen, 1 Million Tote im Irak, Kollateralschäden, da muss man einfach durch. Das ist völlig in Ordnung. Ich darf das tun, ohne dass diese Frau sofort eingekastelt wird, sofort ein Strafverfahren, Albright hat das gesagt, ein Strafverfahren, Den Haag aktiv wird, die ganzen Strafanzeigen, Jürgen Totenhöfer beispielsweise hat das gemacht, die ganzen Strafanzeigen gegen Bush und Cheney und diese anderen Kriegsverbrecher, völlig ins Leere, kein Mensch kümmert sich. Die Kleinen, Saddam Husseins, werden gehängt und Gaddafi wird ohne jegliches Verfahren einfach ermordet, Osama Bin Laden genauso. Das heißt also, die in welchem Grad auch immer natürlich Verbrechen auf dem Kerbholz haben, die erwischt man, aber die großen Massenmörder, die Bushs und die Obamas dieser Welt und die Blairs, die laufen frei rum und da gibt es gar nichts, weil es die deutsche Zeitgeschichte gibt. Ich kann eben imperialistisch massenmordend durch die Weltgeschichte laufen mit dem Hinweis, ich bin ja weit entfernt von dem, was die bösen Nazis, was die schlimmen verbrecherischen Deutschen gemacht haben. Das ist so das Monströse des Kriminellen und des Bösen. Und solange ich da drunter bleibe, sind das eben Kollateralschäden inzwischen. Also Political Correctness ist da einfach, wird da sichtbar. Also wenn man sagt, in Deutschland verrecke, kann man groß auf dem Hausdach schreiben oder auch auf Plakate. Ja. Das ist keine Volksverhetzung, das ist völlig okay. Oder Bomber Harris ist ja der britische Pilot, also in Dresden mit bombardiert hat, oder als Leitender. Also Bomber Harris, Do It Again ist völlig okay, richtig. Da hat keiner ein Problem mit, da gibt es auch keine Anzeigen wegen Volksverhetzung, aber wenn man irgendwo die falschen Gedanken öffentlich äußert, dann landet man möglicherweise für Jahre im Knast. Ja. Da wollen wir jetzt gar nicht unbedingt an dem Thema rühren, aber es gibt eben viele Beispiele, einfach aufzeigen kann. Es geht ja bei dem Thema schlicht und ergreifend damit los, was ich persönlich, weil ich einen Film über die
Verbrechen der Roten Armee in Ostpreußen gemacht habe, dieser unerträgliche Opferrassismus, dass wir in der BRD, was in Ordnung ist und wo auch keiner was gegen hat, der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedenken, Gedankenstrich, mit Ausnahme der Deutschen. Ja. Mit Ausnahme der eigenen Opfer, für die gibt es kein Denkmal, für die gibt es keine Gedenkstunde. Es gab mal so eine schlecht gemachte Vertreibungsbriefmarke, dazu hat sich dieses Land mal gerade herabgelassen, aber an sich ist das ein Thema, was in diesem Land nicht stattfindet. Zusammen mit Wolfgang Winoa und meinem Freund Alfred Desayas, dem amerikanischen Völkerrechtler, haben wir die einzigen beiden Dokumentationen gemacht, die sich im deutschen Fernsehen überhaupt je mit alliierten Kriegsverbrechen andeuten. Wenn wir jetzt sagen würden, wir haben jetzt keine Lust mehr auf das Interview, schalten das Fernsehen ein, wir würden mit Sicherheit irgendein NS-Thema finden, wo es um NS-Kriegsverbrechen geht. Da braucht man jeder Tages- und Nachtzeit, wird man da bestens gefüttert vom deutschen Fernsehen, wenn man genügend Kanäle durchzappt, ja. Während es eben, wie gesagt, in der gesamten deutschen Fernsehgeschichte zwei einzige Dokumentationen gegeben hat, die sich mit den alliierten Kriegsverbrechen an Deutschen befasst haben. Und eben sogar außerhalb des Krieges, also nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges, sind in amerikanischen Kriegsgefangenenlagern, Rheinwiesenlager und so weiter, man schätzt 1 Million Deutsche verreckt, kann man wirklich sagen. Also nicht mal irgendwie in Lagern jetzt irgendwo schlecht ernährt worden, sondern gar nicht ernährt worden. Auf der nackten Wiese sozusagen über den Sommer und Winter. Von den Amerikanern ganz bewusst. Eisenhower hat das im Prinzip so gewollt, zum Verrecken auch dort gelassen. In quasi Erdhöhlen oder in Erdkuhlen, nicht mal Höhlen, Wind und Wetter ausgesetzt. In der Zeit des Kalten Krieges war es dann politisch korrekt, zumindest vom sogenannten konservativen und rechten Bereich der BRD, auf die bösen Bolschewisten und Kommunisten zu schimpfen und zu sagen, in Stalin, Sibirien, alles ganz entsetzlich. Ja, war alles ganz entsetzlich, wird aber locker getoppt von den Amis, was in der Öffentlichkeit in keiner Weise stattfindet. Und das sind alles solche Fragen, das völlige unwürdige Tauziehen, also Tauziehen, ist ja am anderen Ende des Taus, ist ja keiner, die Diskussion um die Opfer von Dresden, je kleiner das ist, desto, also man muss es wirklich ganz bewusst niedrig reden und dabei auch Dokumente fälschen. Aus Versehen ist mal der Stadtverwaltung direkt nach der Wende eine richtige Zahl rausgerutscht, die durfte dann nie wieder wiederholt werden. Da war man zu DDR-Zeiten in dieser Frage freier als in der BRD. Und wenn man das Thema anspricht, ich habe mit einem Historiker mal ein längeres Gespräch geführt, der darüber dann publiziert hat, offizieller Wissenschaftler an der Universität, und der dann Publikationsverbot und den Hinweis, also das geht nun gar nicht, sich in dieser Weise zu äußern und also jetzt hier die echten Opferzahlen von Dresden zu nennen. Also ein würdeloser Opfer. Wie wäre denn die Zahl, da kann man die nennen, oder ist das auch für dich jetzt eitel? Nein, also nur man kann, so ich sage mal ganz grob, an die jetzt heute offiziellen 25.000 wohl problemlos eine Null dranhängen, ob es dann irgendwo 200 sind oder gehen Schätzungen bis auf 300, aber es sind natürlich nicht 25.000 gewesen, sondern eben dramatisch mehr. Und das ist keine göppische Propaganda oder irgend so etwas. Zu dem Zeitpunkt war das mit der Propaganda schon ziemlich auspropagandet und insofern sind das stabile Zahlen, die also durch verschiedene Institutionen abgesichert sind und die man auch als Ziffer, ich meine, es waren über 200.000, die die Stadtverwaltung Dresden ganz unmittelbar nach der Wende einmal mitgeteilt hat. Aber das sind so Beispiele, wo man eben all dieses Thema möglichst gar nicht anspricht. Vertreibung hat der Bayerische Rundfunk mal eine Serie gemacht. Das waren aber dann eben auch in, was ich was, 60 Jahren deutschen Fernsehens mal 8 Teile oder wie viele Teile es gewesen sind. Also dieses Thema findet nicht statt. Es ist etwas, was
nicht diskutiert werden soll und auch in den Schulbüchern natürlich nicht stattfindet und auch konkrete Auswirkungen hat auf die aktuelle Politik. Ich kann eben selbstverständlich heute als NATO in Afghanistan invadieren und in oder die als Hauptmacht der NATO, als Vereinigte Staaten. Ich kann in Libyen, wenn ich da Öl und Gold brauche und Herr Gaddafi plötzlich vom Menschen, der im März 2011 noch den Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen bekommen sollte, halbes Jahr später war ein Monster, weil man jetzt eben das Öl und vor allem das Wasser, diese riesigen Wasserreservoirs haben wollte und. All solche Sachen sind eben moralisch völlig in Ordnung. Vertrag von Lissabon sieht kriegerische Aktivitäten zum Zwecke der Sicherung der Rohstoffe vor. Ja. Also imperialistischer und kolonialistischer und brutaler kann man eigentlich Verfassung nicht mehr schreiben. Ist aber alles okay, weil im Vergleich zu dem, was die Nazis gemacht haben, ist das ja alles harmlos. Alles völlig harmlos und insofern sind diese Dinge heute noch virulent. Das ist einfach das, was, deswegen ist das aktuell. Solange die Zeitgeschichte, die deutsche Zeitgeschichte, die Geschichte zwischen 33 und 45 und 39 und 45 nicht sachlich aufgearbeitet wird, ist das ein weltweit globales Problem der Instrumentalisierung und damit der Rechtfertigung von Kriegen, Aggressionen, Massenmorden ohne Ende, millionenfach inzwischen, ohne dass man da irgendjemanden je zur Verantwortung zieht. Ja, und in Israel wird natürlich auch alles immer begründet mit, dass nie wieder sowas passiert wie der Holocaust. Da kann man eben natürlich im Grunde selber alles machen und damit begründen. Ja, und die Bundesregierung unterstützt das, indem die modernsten U-Boot-Waffen, die wir nun schon immer hatten und auch heute haben, dort kostenlos oder nahezu kostenlos zur Verfügung gestellt werden, atomar bestückt werden können. Und wenn dann ein alternder Günter Grass mit letzter Tinte darauf hinweist, dass das etwas ist, wo wir uns als Deutsche ganz konkret am nächsten Holocaust beteiligen, nämlich an dem am iranischen Volk, dann kriegt der Prügel ohne Ende. Und es ist, hat keiner in Politik und Medien, zwei, drei Ausnahmen, den Mumm zu sagen, der Mann hat recht. Mhm. Natürlich hat er recht. Mhm. Und dieses Parlament ist mitschuldig an diesen Dingen. Darüber muss man sich völlig im Klaren sein. Und Krass hat es ja noch sehr zaghaft formuliert. Ja. Eigentlich müsste man sehr viel deutlichere Worte finden, wenn man mehr Tinte auf dem Füller hätte. Aber gut, das ist, ist individuell verschieden. Aber da sieht man, wie dann kollektiv auf einen eingeprügelt wird. Ein anderes Beispiel ist natürlich, dass man sagt, die Nazis, da gab es Bücherverbrennungen. Das waren ja im Grunde waren das Studenten, die irgendwelche Bücher verbrannt haben. Die Bilder zeigt man uns immer wieder, um zu zeigen, wie schlimm das war, dass da Meinungen unterdrückt wurden. Werden heute nicht auch noch Bücher verbrannt? Also ich will nur, damit das ganz deutlich ist, als jemand, der genau wie du in dem Bereich der Wahrheitsbewegung und der Aufklärung tätig ist, feststellen, dass ich jede Form von Bücherverbrennung ganz extrem zum Kotzen finde. Ja. Und das etwas ist, was überhaupt nicht geht. Das ist eben etwas, wo man als freiheitlich denkender und freiheitsliebender Mensch nur sagt, das geht gar nicht. Und insofern ist eine Bücherverbrennung von Büchern, wie sie damals durch die SA durchgeführt wurden, weil der Buchautor, jüdischen Glaubens war oder aus einer jüdischen Familie stammte oder was auch immer, oder Hans-Helmut Kirst oder so etwas, weil er sich dann kritisch mit dem Kaiserreich und mit der Wehrmacht auseinandergesetzt hat, nichts oder Reichswehr, nichts, was in irgendeiner Weise zu rechtfertigen ist. Mhm. Nur das heute fortzusetzen in noch ganz anderen Dimensionen, ist natürlich etwas, was ganz genauso wenig geht, nur dass es in der Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis genommen wird. Es gibt zigtausende verbotene Bücher, kommen jedes Jahr viele, viele dazu auf den Index und es werden wirklich auch in den Müllverbrennungsanlagen Massen von Büchern verbrannt. Beschlagnahmt und vernichtet. Es findet noch eine ganz andere Form, so auf der so schleichenden Art und Weise. Es gibt ja diesen politisch korrekten Aufruf an die Bibliotheken in diesem Land, sich der Bücher aus diesen Jahren zu entledigen. Was
wo man völlig fertig ist, wenn man dann sieht, dass eben diese Sachen auf Flohmärkten mit Bibliothekstempel für 1-2 Euro abgegeben werden. Und da fällt dann eben ein Heinrich von Dreitschke, der nun meines Wissens kein Nationalsozialist gewesen ist, auch nicht Mitglied der NSDAP war, genauso darunter wie zahlreiche andere Bücher aus dem 19. Jahrhundert, die dann einfach in die Vorläuferkiste, also letztendlich genau wie bei der Bücherverbrennung der SA, werden hier Bücher inkriminiert, die quasi Wegbereiter gewesen sein sollen. Und da kann man natürlich dann weit interpretieren. Mit Herrn Goldhagen gehört, fängt das bei Arminius dem Cherusker oder Hermann dem Cherusker fängt das Ganze an. Da haben die Deutschen schon ihren negativen Genpool offenbart und das ist dann Luther und Bismarck und Friedrich der Große und Friedrich Barbarossa und Otto der Große und Heinrich der Erste und. Alles natürlich Ex-Nazis. Genetische Mördergen in sich. Genau. Ja. Und kulminiert ist das dann bei Herrn Hitler und inzwischen geht es natürlich dann letztendlich weiter. Also das ist ein Wahnsinn, der Methode hat und der sich außenpolitisch, muss man natürlich sagen, von denen, die das betreiben, bestens nutzen lässt und instrumentalisieren lässt. Und insofern hat, man kann von ihm halten, was man will, natürlich jemand wie Ahmadinejad völlig recht, wenn er sagt, was bitteschön haben die Palästinenser mit den Nazis zu tun? Wieso müssen die Palästinenser dafür bluten und büßen, werden vertrieben, werden abgeschlachtet, werden eingekerkert, werden ihrer Freiheits- und Lebensrechte beraubt und, mit dem Hinweis auf Auschwitz, mit dem Hinweis auf die Verbrechen der Nazis. Wie bitteschön ist das irgendwie zu rechtfertigen? Und die Welt guckt bei so einer Geschichte zu. Ja. Und auf diesen Punkt hinzuweisen, auch wenn man ihn nicht mag, da muss man sagen, hat er völlig recht. Denn in der Tat kann das palästinensische Kind, aber auch der palästinensische Kreis nichts dafür, dass es Judenverfolgung im Dritten Reich gegeben hat. Das ist nicht sein Problem, sein Thema. Und er leidet darunter heute. Also wird teilweise auf die Kinder geschossen, wenn sie Steine werfen oder was auch immer. Es wird in die Knie gezielt geschossen von israelischen Soldaten. Die werden behandelt wie, also man möchte es nicht sagen wie Vieh, aber es ist wirklich so, es gibt den Film, glaube ich, Checkpoint, der das zeigt, wie israelische Soldaten mit den Palästinensern, wenn sie irgendwo durch den Checkpoint wollen, wie die mit denen umgehen. Es ist etwas, was nicht sehr schön ist. Du kannst dir ja ansehen, wenn du dieses Massaker in Sabra und Shatila im Libanon anschaust, wie dort, ich glaube, gut 3.000 oder 3.500 Palästinenser von den sogenannten christlichen Milizen unter dem Schutz der israelischen Armee, der spätere Ministerpräsident war einer der Haupttäter in dem Zusammenhang, massakriert wurden. Und es hat nicht immer eine Anklage gegeben. Man hat es versucht, es gab ja Personen, die das miterlebt haben, mitgesehen haben aus dem Westen. Wort eines Palästinensers erzählt, zählt natürlich im Westen sowieso nichts, wie die dort massakriert wurden. Und da gab es 1-2 Zeugen, die dann ganz schnell liquidiert wurden, oder Zeuginnen. Und es hat nicht für Sharon nicht die geringste Auswirkung gehabt, dass man also mal gesagt hätte in Den Haag, also immerhin, das ist eine Größenordnung an Toten wie der 11. September. Und da könnte man ja doch mal nachfragen, ob es da irgendwelche Verantwortlichen für gibt. Interessiert überhaupt nicht. Ich habe als einer der wenigen Journalisten dort gedreht. Inzwischen hat man von der westlichen Mainstream-Presse natürlich die Schnauze voll bei den Palästinensern. Ich habe mit einem Freund dort unten und mit Unterstützung der Palästinenser Freunde im Libanon dort gedreht und das ist ein Lager, das kannst du dir nicht vorstellen, unter welchen Voraussetzungen dort im Libanon heute immer noch, man kann es nicht anders sagen, die Palästinenser gehalten werden. Also das von der Lebensqualität her, von den immer noch zerstörten und kaputten Häusern und den hygienischen Voraussetzungen, der Möglichkeit, dass Kinder dort überhaupt irgendeine Perspektive haben, zur Schule gehen können und keine vernünftige Rede. Das ist seit zig Jahrzehnten dort ein Vegetieren und die Welt interessiert. Das sind ja nur Palästinenser.
Ja, und wie gesagt, alles gerechtfertigt damit, dass die Israelis natürlich sagen, sowas darf nie wieder passieren wie damals bei den Nazis. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch mal ganz klar sagen, weil viele Leute dann natürlich uns jetzt vorwerfen, ja, ihr mögt vielleicht die Nazis, natürlich mag ich überhaupt nicht irgendwie marschierende Soldaten und irgendwelche Regime, wo wirklich diktatorisch geherrscht wird und wo auch Gruppen verfolgt werden wegen einer bestimmten Religion. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass 1933 im Grunde die Juden öffentlich den Deutschen den Krieg erklärt haben. Also sie waren im Grunde gut, Kriegsgegner. Man muss das jetzt nicht gutheißen und muss auch nicht Adolf wiederhaben wollen, wenn man einfach die Geschichte jetzt korrekt zumindest mal aber das ist ja genau will. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja genau das Instrument. Ja. In dem Moment, wo man darauf hinweist, dass es in allen Völkern zu allen Zeiten Verbrechen gegeben hat von allen Völkern, dass die Zeit nach 1945 ja nicht eine Zeit des goldenen Zeitalters ohne Kriegsverbrechen, sondern wir haben inzwischen Millionen Tote wieder durch Kriegsverbrechen, in allererster Linie von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Ja. Auch das muss man sehen, dass die also sich moralisch im Nürnberger Prozess groß erhoben haben und gesagt haben, wir räumen mit dem Bösen in dieser Welt auf, anschließend das Massenmorden fröhlich weitergemacht haben. Koreakrieg, Vietnamkrieg. Eigentlich kontinuierlich Kriege geführt, ohne jemals angegriffen worden zu sein. Ne? Also nicht zur eigenen Verteidigung. Klar, völlig richtig und mit denselben Tricksereien, wie das beim Ersten und Zweiten Weltkrieg und den Kriegen davor auch stattgefunden hat. Kriegspropaganda. Und mit pseudomäßigen False-Flag-Aktionen wie Tonkin-Zwischenfall beim Vietnamkrieg oder irgendwelchen anderen Aktivitäten bis hin zum 11. September, wo dann eben das zum Anlass genommen wurde, wieder kriegerisch aktiv zu werden. Ich meine, Jürgen Totenhöfer hat in einem Interview, als wir noch bei Sigrid TV waren, er dort gemacht hat, abgegeben, hat zu Recht darauf hingewiesen, was wäre denn jetzt, oder angesichts des Umstandes, dass ein Teil der vermeintlichen Attentäter beim 11. September in Hamburg gewohnt haben, ist ja keiner auf die Idee gekommen, deswegen Hamburg zu bombardieren. Mhm. Aber Afghanistan in Schutt und Asche zu legen, weil doch der Chef von dem einen jetzt wohnt, angeblich. Vermutete Chef des vermuteten Attentäters vermutlich dort wohnt und vermutlich nicht im CIA-Auftrag unterwegs war oder vielleicht dann doch, keine Ahnung. Da kann ich dann das ganze Land in Schutt und Asche legen. Das ist alles gar kein Problem. Stellt man sich ja wirklich auch die Frage oder die Situation, die Totenhöfer auch stellt, wie viele Millionen Tote, wie viele Tote darf eigentlich ein westlicher Staatsmann straflos massakrieren, bevor irgendetwas passiert? Also die Grenze ist inzwischen völlig problemlos im zweistelligen Millionenbereich angelandet und es ist nichts passiert. Weil man ja immer sagen kann, die Deutschen haben ja das allergrößte Verbrechen begangen, man darf da auch gar nicht über Zahlen jetzt sprechen, egal ob die größer, kleiner oder genauso waren, es ist einfach das größte Verbrechen, einzigartig und durch nichts wieder gut zu machen und deswegen ist alles andere im Vergleich relativ okay. Kommen wir jetzt mal, weil du ja als Historiker du hast viele Dokumentationen gemacht, eine will ich besonders herausgreifen, das ist über Rudolf Hess und da geht natürlich bei vielen Menschen, die genauso über ihre ganze Leben indoktriniert werden, gehen sofort die Alarmlampen los, weil natürlich ist das ein schlimmer Nazi, der aber versucht hat, nach England zu fliegen, um Frieden, eine Friedensbotschaft zumindest zu überbringen. Du hast da eine Dokumentation drüber gemacht. Ich denke, da können wir ein bisschen ausführlicher drüber reden, um einfach aufzuzeigen, wie Geschichte teilweise eben ganz anders ist, wo man nichts von hört. Rudolf Hess war ja bis zu seinem Lebensende in einem Gefängnis in Spandau, wo er dann auch, können wir auch drüber reden, unter merkwürdigen Umständen ums Leben gekommen ist. Aber vielleicht erzählst du mal erstmal, wie hat das bei dir angefangen, dich da Rudolf Hess anzunähern? Wie recherchiert man da und was hast du rausgefunden? Also der Umstand ist einfach, dass ich Historiker bin von der eigentlichen Profession und von der Ausbildung her und einen Schwerpunkt meiner dann im filmischen Bereich vorgenommenen Arbeit sich eben mit der Zeitgeschichte befasst hat. Ich habe diese beiden Fernsehdokumentationen erwähnt, die sich mit dem
mit den alliierten Kriegsverbrechen befasst haben. Ich habe zwei weitere für die ARD gemacht, die sich mit den Hintergründen der Jungwähler der NSDAP, warum sie NSDAP gewählt haben. Solche Sachen waren 1983 noch im Hauptprogramm der ARD möglich. Mhm. Inzwischen wären beide Dokumentationen, also alle vier sind, wir waren jeweils Zweiteiler, alle vier Dokumentationen in der ARD natürlich nicht mehr möglich, schon gar nicht im Hauptprogramm, also vielleicht 2 Uhr morgens, aber dann auf Arte oder auf Phoenix. Damals war das sogar noch, war dieses Land in diesen Fragen noch freier. Und insofern ist das ein Thema, mit dem ich mich seit langem befasst habe. Und der Hessflug 1941, im Mai 1941, ist eben ein solches Thema. Spannend wurde er, weil ein britischer Historiker Dokumente entdeckt hatte, die nicht unter Verschluss waren. Da muss man, wir leben ja in einem freiheitlichen Ländern, Großbritannien gehört ja angeblich dazu. Und das Spannende eben dort ist, dass wenn du da jetzt ins Archiv gehst und man würde es in National Archive, ehemalige Public Record Office, und würde dann dort sich die Hess-Akte geben lassen, bekäme man also eine Kladde, wo dann eben Hess-Files drauf stand, und dann klappt man die auf und ist die leer. Dann liegt ein Zettel drin, closed until, geschlossen bis im Augenblick. Ich habe jetzt mehrere Teile davon in dem Public Record Office gefunden gefunden hat sie Martin Ellen, und da steht dann, oder finden kann sie jeder, das ist kein Kunststück, 2017, 2019, das längste, was ich gefunden habe, war 2021. Das ist aber schon mal verlängert worden, es war auch mal 1900 irgendetwas, wird also regelmäßig verlängert. Also das eigentlich heißt, bis alle tot sind, die jemals damit zu tun hatten? Nein, noch länger. Es sind ja im Prinzip fast alle tot, die damit zu tun haben. Aber also was die Kriegszeit betrifft, gibt es überhaupt keinen Überlebenden mehr. Was seine Gefangenschaft betrifft, gibt es noch Überlebende. Erster noch ganz normaler Fakt, ohne jegliche Diskussion. Du kommst an 1000 verschiedene Sachen in dem englischen Archiv ran, an die Hess-Akte nicht. Das kann nur bedeuten, das ist jetzt eine Vermutung, gebe ich gerne zu, haben wir auch nie was anderes gesagt in unserem Film. Das kann nur bedeuten, dass dort in dieser Hess-Akte Dokumente drin sind, die die britische Politik so schwer belasten, dass sie es selbst im Jahre 2012 nicht erträgt, dass sie veröffentlicht werden. Denn sonst hätten sie längst freigegeben. Sie haben also etwas zu verbergen. So, jetzt gehe ich als Detektiv quasi, Historiker/Detektiv, an dieses Thema ran. Das hat Martin Ellen gemacht. Martin Ellen hat dann in Nebenakten gefunden, und zwar Akten des Auswärtigen Amtes, und in den Geheimdienstakten hat er Unterlagen gefunden, Kopien aus der Hess-Akte, die man vergessen hatte, aus welchen Gründen auch immer, in den Foreign Office Hauptakten zu löschen oder zu sperren. Und aus diesen Akten ergibt sich nun das Bild, das, was du jetzt sehr verkürzt, aber richtig und zutreffend angesprochen hast, dass Hess 1941 mit einer Botschaft, lasse ich mir nochmal offen, von wem, mit einer Botschaft nach England geflogen ist, diese mit oppositionellen Adligen, die er persönlich kannte, und wo ihm Professor Haushofer, Karl Haushofer, der große Begründer der Geopolitik, das große Gehirn, was diese sehr interessante Wissenschaftsdisziplin quasi ins Leben gerufen hat, ihm den Weg bereitet hatte und vorbereitet hatte, mit Oppositionellen, die also gegen Churchill eingestellt waren, ein Gespräch zu führen und ihnen konkrete Pläne vorzulegen. So, jetzt gibt es, also wenn das so ist, würde man sagen, gut, achso, die Akten weisen dann ein zweites, dass die ganze Korrespondenz, die Haushofer mit denen, mit dem Duke of Hamilton, also seinem Gesprächspartner, wo er dann auch landen wollte, geführt hat, dass diese gesamte Korrespondenz in Wirklichkeit mit einem Special Branch des englischen Geheimdienstes, SO1, geführt wurde und die über jeden Schritt nicht nur nicht Bescheid wussten, sondern das alles gesteuert haben. Die also auch wussten, dass ein hoher Emissär, das ist interessant, ein hoher Emissär des Deutschen Reiches
kommen würde, um dort Gespräche zu führen. Sie wussten wohl offensichtlich nicht genau, dass Hess kam, aber sie wussten, dass ein hoher Emissär käme, der eben hier Vorschläge vorlegen wollte. Und jetzt haben sie das also entsprechend, die Korrespondenz geführt, haben dann, als der Flug dann wirklich stattfand und er völlig unbehelligt an allen Radargeschichten von Augsburg bis nach Schottland mitten im Krieg fliegen konnte, mit einer umgebauten Me, wo er den Schützensitz und den zweiten Pilotensitz rausgebaut hat und Tanks eingebaut hat. Also er ist diese Maschine, die an sich für 3 Personen gebaut ist, alleine geflogen. Nonstop sozusagen. Nicht sozusagen, ja. Völlig richtig, nonstop. Wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Wäre sonst gar nicht gegangen. Und mit eben also einem solchen Supertank da drin war das für Hess kein Problem, weil er mehrere Weltrekorde im Fliegen hatte und ein also exzellenter Flieger war, ist dorthin geflogen, hat sich gemeldet bei dem Duke of Hamilton. Dann stellten die mit Schrecken fest, ach du Scheiße, auf Deutsch gesagt, es ist Hess. Es ist also jemand, der mit einer Autorität etwas anbieten kann. Als Stellvertreter Adolf Hitlers ist es also jemand, der dort nichts, da kommt nicht klein Mäxchen, sondern kommt jemand, der in NS-Deutschland eine Bedeutung hat, und haben dann die ganzen Landungslichter an der Flugbahn bei dem Duke of Hamilton ausgeschaltet. Die ganzen Lichter. Eben nachts an, er kam und dann, ist auch für einen Fliegerast schwierig, im Dunkeln zu landen. Was gar nicht geht. Er brauchte also die Fackeln, die da waren, um zu sagen, also hier ist das Feld, auf dem du landen kannst. Funktionierte eben nicht, wurde ausgemacht. Hess sprang ab, Flugzeug zerschellte und er sprang mit dem Fallschirm ab, kam unversehrt unten an, wurde inhaftiert. Und ab dem Zeitpunkt ist eigentlich alles im Nebel. So, diese Geschichte ist soweit klar. Das heißt, was er dann in seinen Verhören und Gesprächen mit dem Lordkanzler gesprochen hat und vorgeschlagen hat, wissen wir aus seinem Munde von 1945 aus dem Nürnberger Prozess, aber wir wissen es nicht mehr auf der Aktenseite von anderen. Das wäre natürlich jetzt interessant, in einer Hess-Akte, und das ist eben auch in den Foreign Office Files nicht drin gewesen, denn dann war das der Geheimdienst außen vor, dann haben andere das übernommen, zu wissen, was sind denn die Gespräche gewesen und die Inhalte, die er vorgeschlagen hat. Jetzt muss ich vermuten, und die Frage ist, so, Möglichkeit 1, ein geistig umnachteter Flieger fliegt darüber und sagt, ich möchte da irgendwie zur Tasse Kaffee mit Duke of Hamilton mal drüber erklären, drüber diskutieren, wie man den Krieg beenden kann. Oder schöne Grüße aus dem Deutschen Reich übermitteln und sonst gar nichts. Möglichkeit 2, er hatte eine konkrete Botschaft auf eigener Kappe, die er vorgetragen hat. Dafür gibt es ganz konkrete Belege. Unsere tollen Historiker kümmern sich eben nicht beispielsweise um die Tagebücher der Familie Haushofer. Martha und Karl Haushofer haben intensiv Tagebuch geführt und haben eben darüber gesprochen und darüber geschrieben, dass es eben einen Auftrag gibt, eine Friedensmission nach England. Karl Haushofer muss das Ganze vorbereiten. Hess will rüberfliegen und sie wollen sich treffen, um solche Dinge zu besprechen. Kann ich alles nachlesen, haben wir abgefilmt im Tagebuch der Haushofers. Nächster Punkt ist, gab es denn in irgendeiner Weise, ist das eine singuläre Geschichte oder gab es Hinweise darüber, dass die Engländer in irgendeiner Weise Gegenstand von anderen, Friedensangeboten gewesen sind. So, dann gibt es ein Dossier, was wir gefunden haben in den Foreign Office Files, bei dem dann
der König von Schweden, der König von Spanien, der päpstliche Nuntius, Oppositionelle aus dem Deutschen Reich, ehemalige Reichskanzler Wirth, der längst im Exil gewesen ist, Dalerus, ein britischer, ein schwedischer Großindustrieller und Freund oder Bekannter von Göring, also dann die NS-Seite. Dann der Justiziar oder dein juristischer Berater Ludwig Weissauer von Adolf Hitler, die alle mit konkreten Vorschlägen, Friedensvorschlägen nach England gekommen sind. Und das ist ein ganzes dickes Dossier, wo also eine Fülle solcher Friedensvorschläge zusammengefasst sind. Gibt's noch neun Exemplare, eins liegt im Foreign Office. Und die deutlich machen, es gibt dann auch noch eine Korrespondenz mit dem schwedischen Botschafter, da ist Ludwig Weissauer gewesen, der Justiziar von Hitler, und hat ihm konkrete Punkte vorgeschlagen. Und die Punkte sind natürlich dann erschreckend für das Bild unserer heutigen politischen Denke. Rückzug der Wehrmacht aus allen besetzten Gebieten, ein Abbau der Waffensysteme, eine Wiedergutmachung der angerichteten Schäden und, was das politisch natürlich für England das Allerschlimmste ist, ein bedingungsloser Rückzug, also auch ohne eine Bedingung über die künftige Regierung zu stellen, ein bedingungsloser Rückzug nicht nur aus Norwegen, Belgien, Frankreich und so weiter, Griechenland, auch aus Polen. Das heißt, und damit sind wir natürlich, warum dieser Film dann so angegiftet wurde, weil damit deutlich wird, dass hier der Kriegsgrund der Engländer, warum sie am 3. September 1939 dem Deutschen Reich den Krieg erklärt haben, nämlich um die polnischen Freunde zu befreien und die Garantie, die sie Polen gegenüber abgegeben haben, einzulösen, gelogen war. Der war zwar schon 14 Tage später gelogen, denn man hätte natürlich an sich als von Osten her die Rote Armee als Walze über die das östliche Polen drüber donnerte und Polen im Grunde genommen zermalmt wurde zwischen der Wehrmacht und der Roten Armee, spätestens dann hätte Churchill natürlich der Sowjetunion den Krieg erklären müssen, wenn es wirklich um Polen gegangen wäre. Also wenn das der eigentliche Grund gewesen wäre, hätten England und Frankreich Mitte September 1939 sagen müssen, lieber Josef Stalin, ne? Also das ist ja jetzt der Schritt zu weit. Ja. Du hast hier bei den Nazis gesehen, das führt zum sofortigen Krieg, jetzt bist du auch dran. War natürlich gar nichts in der Richtung. Und wenn dann 1941 das unabhängige Polen auf der Tagesordnung gestanden hätte, die Wehrmacht sich zurückgezogen hätte und das in mehreren Angeboten formuliert wurde, ist das natürlich der Punkt, wo sich dann alle Welt fragt, warum wird denn so etwas, wird denn einer solchen Geschichte nicht nachgegeben oder darüber geredet? Ein Grund auch, warum das Buch von Martin Ellen natürlich sofort ins Polnische übersetzt wurde und begierig dort aufgegriffen wurde, klar, weil sie natürlich wissen wollten, wie sie von den Briten verladen wurden, in der Tat verladen wurden. Denn, und das ist das nächste ganz Schlimme, das ganz große Massenmorden und Sterben fing ja 1941 erst an. Es ist Furchtbares passiert zwischen 39 und 41, gar keine Frage. Aber mit dem Russlandfeldzug und mit dem, was dann kam, ging ja das richtige Sterben in Größenordnungen los. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist natürlich dann hier zu sagen, Churchill ist eine der Schlüsselfiguren der Kriegsverlängerung. Churchill hat sich für die polnischen Interessen und das polnische Volk natürlich einen Dreck geschert. Und ihm ging es, und das hat Vansittart, man kann es leider Gottes nicht gut lesen, hat Vansittart... Kannst du mich mal zeigen, vielleicht kann man es irgendwie... Gut, machen. Das ist so ein Dokument aus dem Secretary of States oben drüber, und Robert Vansittart hat unten unterschrieben, das ist der Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt gewesen und der Chefberater, im Chefdenker an sich für die Außenpolitik, und macht deutlich, das schreibt in dieser Note an den frisch gewählten britischen Außenminister Anthony Eden, nordet ihn quasi ein, worum es jetzt geht, und sagt, es geht nicht um die Beseitigung des Naziregimes, es geht um den Untergang Deutschlands. Und wenn ich vom Untergang Deutschlands rede, dann meine ich den richtigen Untergang Deutschlands. O-Ton von Vansittart. Und
bitte die Finger weglassen von allen Friedensbotschaften und solchen Geschichten von, und das will ich jetzt wörtlich zitieren, wir haben also genug, wir haben more than enough of Dalerus, Gördeler, Weissauer und Konsorten. Dalerus, Göringnaher, NS-naher, schwedischer Industrieller, Gördeler, der führende Kopf des deutschen Widerstands, des anderen Deutschlands, der als Reichskanzler von den Widerständlern ausgeguckt war, ehemalige Leipziger Oberbürgermeister, also eine der, wenn man so will, in dem heutigen Verständnis, richtigen Verständnis, demokratischsten und edelsten Persönlichkeiten, die man sich überhaupt in der Zeit dann vorstellen kann, eben des anderen Deutschlands, Weissauer, wieder der Justiziar da von Hitler und Konsorten. Das heißt, für Wenzetert, ob es ein demokratisches Deutschland, ein freiheitliches, friedliebendes Deutschland à la Gördeler ist, oder ob es ausländische Leute sind, die vielleicht dem NS-Regime etwas näher stehen, oder Leute wie Weissauer, die im System drin sind, das ist völlig egal. Es geht um die Vernichtung Deutschlands. Ja. Und ein solcher letztendlich rassistischer und imperialistischer Ansatz ist natürlich etwas, was überhaupt nicht ins Bild passt. Wenn neben dem Monster Hitler auch das Monster Churchill als schwerer Massenmörder plötzlich aufscheint und deutlich wird mit Vansittart und Konsorten und Helfershelfern, dann habe ich natürlich ein politisch nicht mehr korrektes Bild. Und das ist die große Krux an dieser ganzen Thematik und Problematik. Und als dann diese ganze Frage, ist denn das ein Thema gewesen, das ist der nächste große Komplex, von dem Hitler was gewusst hat. Auch da gibt es einen Zeugen, der Zeuge einer Besprechung gewesen ist, in der sein Chef Bode, der Chef der Auslands-NSDAP, einen Tag vor dem Hessflug mit Goebbels und mit Hitler und mit Hess zusammengesessen hat und sie haben den Flug besprochen, so schildert er das, sie haben den Flug besprochen und sie haben festgestellt, wie zu verfahren ist. Das heißt, steht im Papier drin, Parteigenosse Hess wird also jetzt dort einen Vorschlag unterbreiten. Sollte das Ganze schief gehen, hat er sich bereit erklärt, für geistig umnachtet erklärt zu werden, was der völkische Beobachter dann auch gemacht hat. Er ist verwirrt und als das Ganze dann schief ging. Und insofern sind die Dinge an mehreren Stellen belegt. Der Kemper, einer der Ankläger, emigrierter Rechtsanwalt im Nürnberger Prozess, dann nachher auf amerikanischer Seite, hat ja eine Reihe von Leuten wieder verhört nach dem Krieg und hat dann in einer Korrespondenz auch sehr offen gesagt, als diese Hess-Geschichte dann mal zwischendrin mal aufgegriffen wurde, aus meinen Verhören war mir schon klar und wusste ich und habe ich bestätigt bekommen, natürlich ist der Flug im Auftrag von Hitler geschehen. Und Weissauer war ja nun ganz dicht an Hitler dran als juristischer Berater, die vorhin genannten Punkte, also Rückzug, Abrüstung, Wiedergutmachung, Reparationsleistung und so weiter, hat Weissauer ja vorgeschlagen, gibt es ein Dokument über den schwedischen Botschafter, wo das vorgeschlagen wurde. Also es gibt eine Legion von Friedensvorschlägen in dieser Richtung, die alle an dem betonnen Willen Churchills seinem Satz, wir verlieren den europäischen Krieg, aber wir gewinnen den Weltkrieg. Er wollte die USA reinziehen, er wollte die Sowjetunion in dem Krieg drin haben, damit eben das, was sie beide wollten, nämlich die Vernichtung Deutschlands, auch wirklich gründlich genug passierte. Und das ist eine politisch nicht gewollte und unbequeme Wahrheit. Und deswegen hat Hess bis zu seinem Tode auch in Spandau als einziger Gefangener im Spandauer Gefängnis gesessen. Und zu seinem Tod kann man auch noch ein bisschen was sagen. Wahrscheinlich auch nicht wirklich die offizielle Version. Man kann dann, ein Dokument will ich gerade auch noch zeigen, als dann Rudolf Hess gesagt hat, gut, das Ganze kann ich ja alles belegen. Ich kann ja diese ganze Friedensabsicht, er hat dann ein Statement abgegeben, was er dem Lord Kanzler für Vorschläge unterbreitet hat und so weiter und so weiter. Das weiß ja alles Karl Haushofer. Der hat ja die ganze Korrespondenz für mich geführt. Die ganze Korrespondenz liegt auch in dem Public Record Office. Und gefunden habe ich dann auch dieses Dokument dort. Das ist also ein
eine Anweisung oder ein Kabel, was zwei Secret Service Agenten an Kirkpatrick in Sachen Ehepaar Haushofer geschickt haben am 12. März 1946. Die haben nämlich die beiden das Ehepaar besucht und teilen dann Kirkpatrick mit, dass der wie beauftragt der besagte Herr, also sprich Haushofer, in Sachen IMT, also Internationales Militärtribunal in Nürnberg, keine Aussagen mehr machen wird. Das Problem has been removed. Und Martha und Karl Haushofer haben am 12. März 1946 auf ihrem Grundstück in Bayern kollektiven Selbstmord begangen. Und das ist dann mitgeteilt, the problem has been removed. Thema ist durch. Und also has been klingt ja nicht so, als wäre es Selbstmord. Ja, ja, nein, ja. Has been removed heißt, also wurde beseitigt. Ja, und vielleicht noch eine Geschichte, wie dieses Public Record Office, das ist ganz interessant, mit diesem ganzen Thema umging. Die Akten, die man gefunden hat, sind in den Cabinet Files, das ist das untere CAB, zu sehen gewesen und gefunden gewesen, als das Buch erschien und der Film erschien und dann Nachfragen kamen, haben wir dann das auch angegeben, sagt, Leute, guckt euch das an. Wissenschaftler haben dann plötzlich mal nachgefragt, also einer von den deutschen Historikern, und der sagte, finde ich nicht. Und dann ist Martin Ellen völlig verzweifelt, weil er jetzt befürchtet, er hätte jetzt irgendwie falsch einen Fehler gemacht und so etwas, nochmal reingegangen und hat dasselbe Dokument plötzlich oben, sieht man die obere Signatur, unter Foreign Office Files gefunden. Gleiche Nummer, also völlig ganz ähnlich aus, aber es ist trotzdem eine komplett andere. Es ist ein ganz anderer Aktenordner, ja, oder ein ganz anderer Aktenbestand. Das heißt, ich bin in der Problematik, dass dann in dem Moment, wo ich das nachprüfen will, ich sage, das sei es gefälscht, dummes Zeug, diese Signatur gibt's gar nicht und fertig. Und er hat das dann nochmal gefunden. Man hat dann die richtige Reißleine, muss man dazu sagen, bei Martin Ellen gezogen, indem er das nächste Buch, was sich mit Himmler befasst hat und wo er vier Dokumente gefunden hat, die britische Verantwortung für die Ermordung Himmlers, also nicht für seinen Selbstmord, belegen, dass diese Dokumente dann als sogenannte Fälschungen entlarvt wurden. Ich sage ganz bewusst sogenannte, weil unter reiner wissenschaftlichen Sichtweise es natürlich nicht geht, dass ein Archiv so brisante Dokumente, die jahrzehntelang dort gelegen haben, an eine Privatperson, an eine Privatinstitution für eine Woche ausleiht und die stellt nach der Woche fest, es seien Fälschungen. Und wir haben das auch mit einem Hess-Dokument, ist das ähnlich passiert. Es ändert nichts an der Grundaussage, insofern muss ich an dem Film nichts zurücknehmen, aber mit einem Dokument, das wir im Original hatten, ist das auch passiert. Und dann war das Ergebnis, dass wir gefragt haben, gut, wir würden das gern nochmal sehen. Wir haben die Dokumente in der Fassung, wie sie dort Jahrzehnte gelegen haben, mit hochauflösenden Kameras und Fotoapparaten fotografiert. Und mich hätte jetzt einfach mal interessiert, ist das, was da jetzt als sogenannte Fälschung liegt, das Identische, würde nichts beweisen, oder weicht es deutlich ab? Die Papiere, die ich in der Hand gehalten habe, waren von einer solchen, Abgegriffenheit und filigran und so dünne Durchschlagspapiere mit ganz spezifischen Knickmustern. Man hätte sich also, kann sicherlich im Geheimdienst, aber große Mühe geben müssen, das genauso mit den Flecken und alles herzustellen. Und ich hätte es einfach gerne nochmal gesehen. Keine Erlaubnis, die Sachen nochmal sich anzugucken. So, du hast den Tod angesprochen. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken hier. Genau. Bei dem Tod ist eines völlig klar. Es gibt ein Gutachten eines Münchner Gerichtsmediziners, Professor Spann, der die Leiche im Auftrag der Familie zweitobduziert hat und klar feststellt, dass am Tag des Todes haben die Briten mehrere Versionen, wie er sich umgebracht hat, nach draußen gegeben, was eigentlich schon, da können wir schon das Diskutieren aufhören. Mhm. Und er sagt, das, was sie angegeben haben als Version, entweder aufhängen an einem Kabel am Fensterkreuz, kann nicht sein, weil die Strangmarke ganz glatt und quer um den Hals drumherum geht. Wenn ich mich aufhänge, muss die nach oben gehen, ja, gar keine Frage. Mhm. Zweiter Punkt,
mit dem Telefonkabel dort oder dem Leitungskabel, nicht Telefonkabel, mit dem Lampenkabel, kann man sich nicht erdrosseln, weil ein Kabel, das war die nächste Version, dass er sich selber erwürgt hat, weil das rutscht. In dem Moment, wo ich das Bewusstsein verliere, lasse ich automatisch nach. Ja. Ich kann mich mit einem Bademantelgürtel erdrosseln, aber ich kann mich nicht mit einem Telefon oder mit einem Leiter, einem ganz normalen glatten Stromkabel umbringen. Fazit von Spann. Egal was passiert ist, das, was wir uns erzählt haben, stimmt so nicht. So, er sagt wörtlich in unserem Film, so kann es nicht gewesen sein. Und sein tunesischer Pfleger, ein Mensch, vor dem ich größten Respekt habe, weil er massiv bedroht wurde, die Wahrheit zu sagen, und er dann mir erzählt hat, mein islamischer Glaube, ich bin bei meinem Imam zu Hause gewesen, und gesagt, du musst die Wahrheit sagen, als Moslem geht das nicht anders und lass dich da nicht unterkriegen. Und er hat trotz der Bedrohung aus, von seiner Familie, seiner Frau und von sich, hat er dann Klartext geredet. Er sagt, ich bin reingerufen worden, bin eine halbe Stunde lang zu meinem Patienten, nicht vorgekommen, vorgelassen worden, dann lag er am Boden und dann hat man ihn wörtlich gesagt, also, was willst du noch hier, wir haben das Schwein ermordet, du kannst nach Hause gehen. Also völliger Klartext, der amerikanische damalige Gefängniswärter, der zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr im Amt war, sagte, es muss Klartext geredet werden, natürlich ist er ermordet worden. Gorbatschow hat einen Monat vorher gesagt, wir lassen ihn raus zu Weihnachten und wenn wir ihn rauslassen, dann bestand natürlich die Gefahr, dass er dann etwas sagen würde. Also hat er rechtzeitig Selbstmord begangen. Und hat er rechtzeitig Selbstmord gemacht, während die Engländer die Oberaufsicht hatten. Ja. Ein Schwein, der Böses dabei denkt. Ja. Alle vier Monate, jeden Monat wechselte das, immer mit den vier Besatzungsmächten. Mhm. Und als die Engländer dran waren, hat er halt rechtzeitig Selbstmord gemacht. Pech. Aber ein schönes Beispiel für instrumentalisierte Zeitgeschichte, da ist viel aufzuarbeiten. Historiker wären eigentlich berufen, eben diese Arbeit zu machen. Du bist einer der wenigen, deswegen von mir auch den höchsten Respekt für das, was du machst. Denn es ist mutig, du könntest wahrscheinlich nicht mehr im System jetzt wirklich zu Amt und Würden kommen sozusagen. Der Zug ist abgefahren, ja. Das funktioniert einfach nicht, aber es sollte eigentlich im System mehr Menschen geben, die sagen, es geht ja um die Historie, ich habe diesen Beruf ergriffen, weil ich die historische Wahrheit ergründen will und nicht, weil ich irgendwo einen Doktortitel auf der Brust tragen will oder was auch immer. Also toll, dass du das machst. Ich danke dir, dass du hier bist und das mit uns geteilt hast. Es ist natürlich ein Thema, da könnten wir stundenlang drüber reden. Es sind ja nur so ein paar Schlaglichter. Aber zumindest ist es so sauber recherchiert und so klar, dass keiner jetzt sagen kann, naja, der Michael Vogt ist ein Verschwörungstheoretiker, sondern es ist wirklich, du hast da recherchiert. Und auch der Michael Allen, der hat da, Martin Allen hat genau sehr sorgfältig da in den Archiven gewühlt. Und dafür sage ich dir Danke und dafür, dass du es mit uns geteilt hast. Danke, Michael Vogt. Danke dir.